Herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Es geht um benutzerdefinierte SPSS-Tabellen. Viele Projektstunden werden dafür aufgewendet, SPSS-Standardtabellen in anderen Programmen nachzubearbeiten, sei das nun Excel oder Word oder vielleicht auch LaTeX. Da werden dann Zeilen und Spalten hin und her kopiert und kleine Einzeltabellen zu größeren zusammengesetzt und was auch immer. Viel von dieser Zeit kann man sich sparen, wenn man die Tabellen gleich in SPSS so zusammenstellt, wie man sie später benötigt. Man braucht dafür das kostenpflichtige Modul Custom Tables, das nicht in der Basisversion enthalten ist. Ich empfehle dringend, bei diesem Thema mit Syntax zu arbeiten, auch wenn das erstmal gewöhnungsbedürftig ist. Man kommt da schon rein und es lohnt sich und ja, wird belohnt durch kürzere Bearbeitungszeiten. Hier unten habe ich schon mal eine Tabelle dargestellt, die wir heute Schritt für Schritt bauen wollen. Wir sehen hier zum Beispiel zwei Spaltenvariablen statt nur einer, das Geschlecht und das Alter, und auch zwei Zeilenvariablen, Skifahren und Rauchen und einige Beschriftungen. Da wollen wir Schritt für Schritt hin. Der Einstieg mit der Syntax wird erleichtert, indem wir das Menü benutzen, und das machen wir jetzt. Also wir finden die benutzerdefinierten Tabellen im Menü unter Analysieren. Gibt es einen eigenen Punkt Tabellen und dort benutzerdefinierte Tabellen. Wenn wir darauf klicken, erscheint erstmal eine Warnung. Da geht es um die Messniveaus bzw. Skalenniveaus. Wir ignorieren erstmal die Warnung und klicken auf OK. Kommen dann in dieses Menü, benutzerdefinierte Tabellen. Und wir sehen, dass hier meine Variablen erstmal metrisch definiert sind, also als Skala. Für Kreuztabellen brauche ich aber nominale oder kategoriale Variablen. Und das kann man jetzt hier noch im Menü einstellen. Wir müssen das nicht unbedingt im Variablenfenster machen. Das mache ich jetzt. Ich habe jetzt das Geschlecht und das Skifahren als kategorial oder nominal definiert und dann das Skifahren hier in die Zeilen gezogen und das Geschlecht in die Spalten und dann erhalte ich diese Ansicht und jetzt klicke ich auf Einfügen, das ist jetzt nicht hier unten dargestellt, Einfügen, um die Syntax zu erhalten, statt OK. Und dann erzeugt uns SPSS die erste Syntax für eine benutzerdefinierte Tabelle. Die sieht dann so aus. SPSS erzeugt manchmal etwas umständliche Tabellen, weil einige Voreinstellungen damit drinstehen. Die kürzestmögliche Variante wäre so, C-Tables, Table, Skifahren bei Geschlecht. Dieses C in den eckigen Klammern bedeutet, dass wir die Variablen kategorial betrachten wollen. Das heißt, unabhängig von der Einstellung im Variablenfenster können wir das hier auch vorgeben. Ja, wie sieht diese erste Tabelle aus? Wir führen die Syntax aus und erhalten diese Tabelle. Sehr einfach, fahren Sie Ski, ja, nein und das Geschlecht männlich, weiblich. Und diese Tabelle wollen wir jetzt Schritt für Schritt verändern. Jetzt können wir sagen, ja, wir wollen wissen, wir wollen Männer und Frauen vergleichen, wie häufig sie skifahren und können das besser mit Prozentangaben machen, weil es ja unterschiedlich viele Männer und Frauen sind. Wie können wir hier Prozente ergänzen? Wir machen das gleich in der Syntax und haben hier bei Count bisher die Häufigkeiten angefordert und ergänzen dort Col für Column oder Spalten und PCT für Prozent. Und dieses PCT 3.1 bedeutet mit einer Dezimalstelle, wollen wir das darstellen, und zwar im Prozentformat. Also das ist die Ergänzung gegenüber der Basissyntax. Die Tabelle sieht dann so aus. Wir haben die Frage, fahren Sie Ski, ja, nein, und dann für Männer und Frauen jeweils die Anzahl und jetzt auch die Prozent. Also 16% der Männer fahren Ski und knapp 26% der Frauen. Also in diesem Datensatz sind Frauen sportlicher als Männer, zumindest was das Skifahren betrifft. Jetzt können wir sagen, schön und gut, aber diese Beschriftungen gefallen uns nicht. Anzahl geht ja noch, aber Anzahl der Spalten in Klammern Prozent ist etwas umständlich. Das möchten wir gern ändern. Wie das geht, sehen wir hier. Es ist sehr einfach, denn wir können hinter Count, wo die Anzahl angefordert wird, einfach in Anführungszeichen schreiben, wie die Beschriftung aussehen soll. Ich habe mich für N entschieden und hinter der Prozentangabe in Anführungszeichen die Beschriftung der Prozente. Ich habe mich für Anteil in Klammern Prozent entschieden.
Das ist frei wählbar. Die Tabelle sieht dann so aus. Wir haben jetzt die kürzere Beschriftung N und Anteil Prozent. So, jetzt können wir sagen, das ist auch schon ganz nett, aber wir wollen auch wissen, wie das Skifahren insgesamt verteilt ist und nicht nur innerhalb der Männer und Frauen, also eine Gesamtspalte ergänzen. Auch das machen wir gleich in der Syntax. Ich habe jetzt hier unten den Unterbefehl Categories Variables genommen, der von SPSS hier mit den Standardeinstellungen für die Variable Skifahren eingefügt wurde. Ich habe das gelöscht und stattdessen die Variable Geschlecht genommen und die Bezeichnung eingetragen, die wir für die Gesamtspalte benötigen, nämlich Total ist gleich Yes. Und dann können wir noch sagen, ob die Gesamtspalte vor oder nach den Einzelkategorien stehen soll. Ich habe mich für davor entschieden, Position is before. Dann sieht die Tabelle so aus. Hier vorne jetzt die Gesamtspalte. Also 20% der Befragten fahren Ski, 16% der Männer und knapp 26% der Frauen. Ja, damit haben wir schon eine ganz hübsche Tabelle, aber die große Stärke der benutzerdefinierten Tabellen fehlt noch, nämlich mehr als zwei Merkmale innerhalb einer Tabelle zu kombinieren. Also wir wollen die Tabelle erweitern und erstmal neben dem Geschlecht eine weitere Spaltenvariable ergänzen. Wir nehmen das Alter und ich schreibe hier bei den für die Spaltenvariablen bei Geschlecht ergänze ich das Alter und der Trick besteht jetzt darin, dass die Verknüpfung über ein Plus geschieht. Die runden Klammern darum, um Geschlecht und Alter, sorgen dafür, dass sich diese Angabe C, also dass die Variablen kategorial betrachtet werden sollen, auf beide Merkmale bezieht. Das ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig mit den runden und eckigen Klammern. SPSS nimmt es hier sehr genau, aber ja, man gewöhnt sich daran. Die Tabelle sieht jetzt so aus und wir haben rechts neben dem Geschlecht noch das Alter dargestellt. Und das ist schon mehr, als wir mit den Standardtabellen können. Da hätten wir zwei einzelne Tabellen erhalten. Allerdings gefällt mir diese Tabelle jetzt nicht so gut, weil sie sehr breit geworden ist und ich finde sie dadurch nicht so gut lesbar. Ich könnte jetzt natürlich entweder die Anzahl oder die Prozente herausnehmen und nur eins von beiden darstellen, aber das wäre unbefriedigend. Ich möchte beides haben und möchte es von den Spalten in die Zeilen verschieben. Wie kann ich das machen? Ich nutze hier den Unterbefehl S-Labels und sage, diese Statistiken, also Anzahl und Prozente, sollen jetzt in den Zeilen dargestellt werden. Position ist Row. Dann sieht die Tabelle so aus. Wir haben jetzt eine Zeile für die Anzahl, das N, und eine Zeile für die Prozentwerte. Und jetzt ist die Tabelle schon wieder viel schmaler und ich finde besser lesbar. So, jetzt haben wir sie eben um das Alter erweitert, um eine Spaltenvariable. Jetzt erweitern wir sie auch noch um eine Zeilenvariable. Wir wollen nicht nur das Skifahren in dieser Tabelle darstellen, sondern noch ein weiteres Merkmal, und zwar das Rauchverhalten. Also Raucher, ja, nein. Und so ähnlich wie beim Geschlecht und im Alter geht das auch hier vorne bei den Zeilenvariablen. Ich hänge mit Plus eine weitere Variable an und setze die beiden wieder in runde Klammern. Und beide sollen kategorial dargestellt werden. Dann sieht die Tabelle so aus. Zeilenvariable, fahren Sie Ski, ja, nein, und rauchen Sie, ist jetzt andersrum gelabelt. Könnte man ändern, mache ich jetzt in diesem Video nicht. Rauchen Sie, nein, ja. Ja, und damit ist die Tabelle schon fast so wie die ich euch am Anfang gezeigt habe. Es fehlen nur noch einige Beschriftungen und die möchten wir jetzt noch hinzufügen. Wir machen das in einem Schritt. Ich habe hier mit dem Unterbefehl Title eine Überschrift ergänzt. Ich habe sie jetzt Skifahren und Rauchen, Soziodemografie genannt. Man könnte hier auch den Fragetext aus dem Fragebogen zum Beispiel hinschreiben. Ja, gibt viele Möglichkeiten. Also das ist der Unterbefehl Title mit der Option Title. Dann habe ich hier einen Eckentext eingefügt. Basis, ja zu Sport. Eckentexte braucht man sicherlich nicht immer. Sie können aber nützlich sein, wenn man Filterfragen hat. Und in diesem Fall wurde zuerst gefragt, treiben Sie Sport? Ja, nein. Und nur diejenigen, die ja geantwortet haben, sind dann zu dieser Frage gekommen, fahren Sie Ski? Ja, nein. Und es kann sinnvoll sein, hier in der Ecke den Bezugspunkt darzustellen. Also hier geht es um die Teilgruppe, die auf die Frage nach dem Sport ja geantwortet hat. Und dann habe ich noch mit Caption eine Fußnote eingefügt. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob die hier sinnvoll ist. Skifahrer sind vor allem Frauen und Alte.
Also, das ist nicht ganz so ernst gemeint. Vor allem verwende ich das, wenn ich Mehrfachantworten analysiere. Dann macht es sich gut, wenn man hier drunter zum Beispiel schreibt, Mehrfachnennungen möglich. Ja, damit haben wir die Tabelle Schritt für Schritt so gebaut, wie ich sie am Anfang gezeigt habe. Und ja, ich hoffe, ihr könnt damit viel Zeit sparen bei euren Projekten, wenn es um Tabellenbände oder Berichte geht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.